5 Wochen vor der Fußballweltmeisterschaft, meine Damen und Herren, Papst Benedikt der 16. hat sie gedacht, ich fliege nach Amerika, nach Südamerika, um meine katholische Schäfchen für die Fußballweltmeisterschaft noch einmal einzuschwören und anzustacheln. Und dann ist er im Privatjet hinübergeflogen nach Rio de Janeiro. Und was dem in der Papst Anzug ist, da kommt dann der Kleider machen Leute, weiße Schuhe, weiße Hose, weißen Talar, weißes Kapelon, weißen Umhang und die Klunkerchen der Siegeln oder des Signiums hat er auf den Händen getragen. Und wie die Maschine hineinlandet in Rio de Janeiro am Flughafen, 30.000 Menschen sind dort am Flugfeld gestanden, die Maschine rollt aus, die Gangway fährt zum Flugzeug dazu, wie der Papst kommt raus, will die Leute einsegnen. 30.000 Menschen schauen auf und sagen, Elvis, Elvis, Elvis. Der Papst komplett fertig, denkt sich, was ist mit dem los? Holt noch einmal aus, will sein Kreuz machen, die Leute waren nicht mehr zum Halten. Elvis, Elvis, Elvis. Denkt sich der Papst, das gibt's ja nicht, hat der einen Schuss oder was? Und er hat gesagt, ich bin's, euer Papst Benedikt, die Leute, der Elvis, Elvis, Tränen ausgebrochen. Ja, der Papst hat sich gedacht, macht nichts, Historie, bin ich halt der Elvis, wurscht. Obi, ein ins Auto zu seinem Hotel, wo die Suite besetzt war, dort hunderte Leute in der Hotelhalle, er steigt aus vom Auto, will wieder sein Kreuz machen, die Leute nicht zum Halten wieder, Elvis, Elvis, sag er, ich bin's, Papst Benedikt, die Leute, Elvis, Elvis. Hinauf ins Zimmer, denken Sie, jetzt brauche ich mir nur, da muss ich was trinken. Geht eines Zimmer, kommt aus dem Schlafzimmer seiner Suite, eine Brasilianerin, so wie Gott sie schuf. Die sieht den Papst, sagt, Elvis, der Papst kapert aber sogar, love me tender, love. Okay, gut, okay. Das ist ein Witz zum Nachdenken, aber wie gesagt, kleiner machen Leute. Ich weiß nicht, was der Papst noch gemacht hat. Er wird sich wahrscheinlich waschen gegangen sein und was man halt immer tut, ne?